Deutschland. Ein nationales Gefühl der Dazugehörigkeit zu einem Volksstamm, der sich definiert durch ein nationales Gefühl der Dazugehörigkeit zu etwas, was Deutsch spricht, was aussieht wie ein Mensch, ein Europäer. Ja. Wo ist Deutschland? Deutschland ist innerhalb der Grenzen von Deutschland. Außenrum sind diese anderen Staaten, die sich auch innerhalb ihrer Grenzen befinden. Und ständig wandern und fahren und laufen und fliegen die einzelnen nationalen Gruppen, Personen, Nationalitäten zwischen den Ländern hin und her. Doch in den eigenen Ländern, das sind immer meistens am meisten von den Nationalitäten beinhaltet. An Personen natürlich. So wie in Deutschland gibt es überwiegend Deutsche. Doch nicht nur. Viele andere Menschen sind schon in Deutschland eingetroffen und leben integriert oder nicht integriert, heiraten auch Deutsche, zeugen mit den Deutschen auch Kinder oder lassen von den deutschen Frauen Kinder zeugen, die sogenannten Mischlinge. Wobei die Deutschen ja in der Vergangenheit auch schon immer durchmischt wurden von verschiedenen Volksstämmen, die durchgereist sind. Außerdem besteht ja Deutschland aus den einzelnen Untergruppierungen, diesen dialektbehafteten, wie heißt das natürlich, ich habe den Namen vergessen, es ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, es ist diese Bundeslandesgrenzen mit den einzelnen Namen Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayou-Wahren, Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken, Rheinhessen und so weiter. Man kann sich ja so schön definieren als ein Mensch, der in Deutschland lebt. Verschiedene Bezeichnungen kann man annehmen, doch keine ist wirklich zufriedenstellend, weil jede Bezeichnung, die man auf sich selbst bezieht, ist eine Selbstbegrenzung von dem, was man ist. Selbst wenn ich behaupten würde, ich bin ein Mensch, nur weil ich so aussehe, hier Falten, das Alter hat zugeschlagen, der Zahn der Zeit nagt an meinem Gesicht, würde ich mich natürlich nur selbst begrenzen, indem ich glauben würde, dass ich das bin, was ich von mir halte. Nun ja, das ist ja nicht so schlimm. Oder doch? Wenn jetzt ein Ich, das ich meins nennen würde, der Mittelpunkt meines Lebens wäre, oh Gott, das wäre wahrscheinlich ziemlich schlimm. Dann würde ich dir die Last eines Lebens auf meinen Schultern tragen, haben. Ich wäre vergänglich, ich wäre irgendwann geboren worden und ich würde natürlich sterben. Was natürlich ganz selbstverständlich ist im umgangssprachlichen Gebrauch, ist ja wohl jeder geboren und es wird auch jeder sterben. Doch hier keiner will richtig sterben, oder? Oder ganz schnell. Jetzt bin ich aber wirklich vom Thema abgeschliffen. Abgerutscht meine ich natürlich. Ich wollte ja über deutsches Deutschland sprechen. Doch ich weiß selber gar nicht, was es ist. Außer eine Definition, ein Gefühl von einer Zugehörigkeit und so weiter. Ich werde jetzt hier mein Gespräch beenden, weil ich merke, es führt zu nichts. Es ist nur reines Gequatsche, das sich vielleicht einer selbst erfreut, indem es sich beim Sprechen zuhört und sich selber spürt. Wer spürt sich da? Kann das Gefühl sich selbst spüren und der Gedanke sich selber denken? Nein, so ist es nicht. Da ist diese Leere, in der die Fülle auftaucht. Das Sein und das Nichtsein
spielen ganz fein miteinander. Auf Wiedersehen. Geschaut. Wieder schön.